Hi, willkommen zu einer neuen Folge Allmann Taxi Spezial. Heute Allmann Taxi Berlin. Wir sind durch die Hauptstadt fahren und die 25% Migranten, die in diesem Land leben, sichtbar machen. Morgen. Hallo, kommen Sie rein. Wohin des Weges? Ich möchte gerne in den Deutschen Bundestag. Im Bundestag? Ja. Was machen Sie denn da? Ja, da arbeite ich. Im Bundestag? Ja. Was für eine Arbeit? Ja, ich bin Bundestagsabgeordneter. Ja, fahren Sie weiter, alles in Ordnung. Ist in Ordnung. Was ist los? Was Alter, ist los? Hier ist Vorfahrt. Ja, hab ich nicht gesehen. Verzeih, entschuldige bitte. Tut mir leid. Nee, hab ich dich nicht hier gesehen. Ist in Ordnung. Meine Güte, was denken Sie, warum sind die Leute so? Ihre Frust einfach. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen aggressiver geworden sind? Ja, sehr. Ist das so? Ja, das ist so. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen im Bundestag? Ja, also unter den Abgeordneten allgemein denke ich, dass es okay ist. Aber wenn man da die Debatten in den Gremien betrachtet, da habe ich den Eindruck in den letzten 2-3 Jahren, ja, dass die Stimmung der Ton ist rau geworden. Ist es so? Das ist so. Das ist eindeutig so. Man hört Redebeiträge von Abgeordneten einer bestimmten Fraktion. ich kann mir schon vorstellen, welche Fraktion Sie meinen. Sehr herabwürdigend und verletzend sind und erniedrigend, insbesondere über Minderheiten. Und das finde ich schon sehr ernst zu nehmen. Das ist nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch in den Landtagen, wenn man das Ganze in den letzten 3-4 Jahren beobachtet. Ja. Und ich denke, das sollte man ernst nehmen. Und spüren Sie das auch sich gegenüber? Ja, direkt nicht. Der Name wird nicht genannt. Aber wenn man in Redebeitrag von einigen Abgeordneten immer wieder hört, Masseneinwanderung aus und von ungebildeten Menschen aus Afrika. Da sitzt du da in der Runde, da fühlst du dich doch angesprochen. Ich bin ja auch nicht ungebildet, aber trotzdem hört man sowas nicht einfach weg. Ja. Und das ist schon nur eine Sache, die vorkommt, aber gegen Muslime, viele anderen Minderheiten. Ja, ich denke schon, dass das eigentlich eine Sache ist, wo Menschen sich Gedanken darüber machen, ob sie das haben wollen. Ja? Dass die politische Auseinandersetzung sich nicht einschränkt auf sachliche Dinge, sondern dass auf Menschengruppen, auf Minderheiten. Und das ist eigentlich von unserem Grundgesetz ja, so gesehen, dass man die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Mittelpunkt. Aber offensichtlich sind solche Redebeiträge bis jetzt gedeckt durch Meinungsfreiheit, das tut weh. Aber sagen Sie, man sagt ja das so, man sagt immer heute so schön, ne? Die Demokratie muss das aushalten, bla bla bla, muss man. Ja, ich höre auch oft, dass man dann sagt, die Demokratie muss eine Minderheit ertragen, dass es solche Meinungen gibt. Aber ich sage, wenn das dauerhaft so angelegt ist, dass Rede gehalten werden, die Menschen verletzen. Also ich denke, wir sind alle gefragt, die Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler, auch aufmerksam zu machen auf solche Situationen. Viele wissen das nicht. Und viele hören das auch nicht so in der Aufmerksamkeit, wie wenn man zu einer Gruppe gehört, die angesprochen wird. Mhm. Deshalb sage ich, das ist nicht nur Aufgabe der Politik, das ist Aufgabe der Gesamtgesellschaft, das ganz genau hinzuhören, wenn man die solche Reden hört, dass man sich fragt, ist das das Land, in dem ich leben will? Ist das mein Land? Ist das so, was ich mir wünsche? Wenn nicht, dann was kann ich denn als Einzelne tun? Ne? Gibt es viele Abgeordnete im Bundestag mit Migrationshintergrund? In der jetzigen Wahlperiode sind 8%, haben 8% der Abgeordneten eine Migrationsgeschichte. 8%? 8%. Ist es gut, ist es viel oder ist es wenig? Ja, das mag ich nicht interpretieren, aber ich sage nur die Zahlen nochmal. Wenn ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat und nur 8% im Deutschen Bundestag sitzen, dann ist das Verhältnis doch nicht stimmig, meiner Meinung nach. Wie ist Ihr Werdegang gewesen? Wie sind Sie rein? Leute, ich wurde nicht auf der Straße gefunden, ja. Nicht, weil ich schöne Haare habe oder oder reich oder wie auch immer, welche Faktoren da man da nehmen könnte.
sondern war ein harter Wettbewerb innerhalb der SPD. Wie das so sein muss, ne? Wie das so sein muss. Solche Nominierungen sind ja demokratische Prozesse, ja, die da laufen. Und wenn du da das ernst nimmst, dann wirbst du für die Stimme der Leute. Das habe ich auch getan. Ja. Und am Ende dann kommt eine Entscheidung, die sauber, demokratisch und sauber ist, ja. Und wenn Sie so den Leuten sagen, Sie gehen in den Bundestag, kriegen Sie da auch komische Reaktionen drauf, dass die fragen, was machen Sie da? Ja, der eine oder andere ist überrascht, aber mittlerweile, ich denke, mit der Berichterstattung, die schon seit 2013 kontinuierlich läuft über meine Kandidatur, worauf ich nicht ganz stolz bin, sondern sage, das ist ein Armutszeugnis. Wenn so eine Person wie ich im Bundestag gewählt wird, wenn das eine Sensation ist, dann ist das ein Armutszeugnis, weil da steht das ja... Das ist ein wichtiger Punkt, da den steht Sie ja da ansprechen. Nur das Aussehen für solche Leute da im Mittelpunkt und nicht die Kompetenzen oder die Wege, die ich gemacht habe, ja, mein Werdegang. Dass man immer der Exot ist, ne? Ja, das ist ja bei manchen so, dass es das im Mittelpunkt steht und ich denke, das soll sich auch ändern, ja. Also, aber für die gehören wir nie dazu. Ja, das... Da können wir machen, was wir wollen. Höre ich auch oft. Die wollen, dass wir wieder zurückgehen. Ja. Nur wohin, ne? Ja, wohin. Als wenn ich einfach so morgen in den Iran zurückgehe. Ja, ja. Um was zu machen da. Tja. Das ist hier, mein Zuhause ist hier. Meiner Meinung nach sind viele, die solche Thesen vertreten, gar nicht in der Realität in Deutschland angekommen. Ja. Denn Fakt ist, das kann niemanden leugnen. Also ein Viertel der Bevölkerung in diesem Land hat eine sogenannte Migrationsgeschichte und die überwiegende Mehrheit davon ist hier geboren. So, wenn man denen ständig sagt, du gehörst nicht dazu, geh wo du herkommst, dann ist man in der Realität in diesem Land nicht angekommen. Denn Deutschland war immer eine vielfältige Gesellschaft und die Vielfalt in dieser Gesellschaft hat auch zum Wohlstand beigetragen. Wie ist die Situation in Ostdeutschland? Wie ist es dort? Wie ist es in Halle? Ja, man kann Ostdeutschland nicht alle in einen Kamm scheren, kann man nicht so beantworten, die Frage. Halle an der Saale, das ist meine Stadt und da lebe ich seit 35 Jahren und habe die Stadt nie länger als 4 Wochen verlassen. So fühle mich da sehr wohl. Ach, wie schön. Halle ist auch eine schöne Stadt. Halle ist eine schöne Stadt, finde ich. Wenn Sie anspielen auf die Ereignisse der letzten Jahre oder Monate, dann ist das natürlich auch nicht zu leugnen, dass wir allgemein natürlich in der Gesellschaft ein rechtsextremistisches Problem haben. Das ist aber kein hallisches Problem, ist kein ostdeutsches Problem, nee, ist kein deutsches Problem, sondern nee, ist ein gesellschaftliches Problem in Europa, in der das Welt. Das haben wir überall mittlerweile. Wir haben Rechtspopulisten, die in Aufmarsch sind. Das muss man, ich denke, auch so benennen. Gibt es denn nun Racial Profiling oder gibt es keinen? Haben Sie mal Erfahrungen damit gemacht? Also ich persönlich habe eine Erfahrung mit Racial Profiling, war Pendler und bin dann früh losgefahren auf Arbeit, ganz normal, um 5.30 Uhr aufgestanden, 19 Uhr zurückgekommen und dann wurde ich dann am Bahnhof angehalten, zufällig war in dem gleichen Zug auch ein Schwarzer wie ich, den kenne ich nicht, aber höflich begrüßt war, aber ich kenne ihn nicht. Wir sind beide gleichzeitig ausgestiegen, sind beide gleichzeitig zum gleichen Ausgang gegangen, zufällig. Und dann wurden wir beide von der Polizei angehalten und kontrolliert. Vor meine Mitpendlerinnen und Mitpendler, mit denen ich 2 Jahre lang jeden Tag früh den gleichen Zug nehme. Und das ist schon etwas, was bitter ist. Ja. Mich haben sie dann laufen lassen nach dem Satz des Beamten. Nachdem ich 3 unterschiedliche Ausweise gezeigt habe, dann hieß dann, mit den Papieren, die er da in Hand hat, lassen wir ihn mal laufen. Also wie ein Verbrecher, dem gegenüber man gnädig ist, jetzt darf man ihn laufen lassen. So. Den lassen wir mal, als hätten Sie was getan. Ne? Ja, 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 ja. Und was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich bin gegangen, ich habe mir die Erfahrung aufgeschrieben. Ich habe ein paar Wochen später mit GDP, Gewerkschaft der Polizei, ein Treffen gehabt, wo sie mich angesprochen haben. Und was ist dann am Ende bei rausgekommen? Was ist rausgekommen? Das, also ich meine, das ist ja keine Straftat in dem Sinne. Ne? Da kann nicht viel rauskommen. Ich habe denen nur gesagt,
das ist, was ich erlebt habe. Ich möchte euch das schriftlich in Hand drücken. Ich habe gesagt, was ist deine Erwartung an uns? Sollen wir was machen? Hast du Anzeige erstattet? Ich sage, nö. Das ist offensichtlich nicht strafbar. Dann bitte ich euch, vielleicht zur Kenntnis zu nehmen und im Rahmen eurer Öffentlichkeitsarbeit und vor allem, vielleicht könnt ihr das weiterleiten an der Leitung. Und sagen Sie, was war der Grund dafür, dass Sie kontrolliert worden sind? Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ich meine, wir waren über 100 Leute, die ausgestiegen sind, die in gleiche Richtung gelaufen sind. Die haben, alle anderen sind durch Bahnhofhalle da gelaufen und zwei Leute wurden angehalten, sollen Papier zeigen. Das war der eine Schwarze und ich. Ich finde das unmöglich. Ja, das habe ich. Und wissen Sie, wenn dann Herr Seehofer sagt, es gibt sowas nicht, weil es ist verboten, ist, finde ich, ja, ist eine Beleidigung. Das verstehe ich auch nicht. Das ist so schade, weil Deutschland ist so ein schönes Land mit so vielen offenen Menschen. Ja, die Mehrheit, die absolute Mehrheit der Menschen in Deutschland sind tolle Leute. Das ist auch meine Meinung. Ich sage, die überwiegende Mehrheit dieser Gesellschaft will eine offene Gesellschaft. Und es ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, sich für diese Gesellschaft auch zu engagieren. Denn das Land ist so schön, um denen zu überlassen, die nur Hetze und Hass verbreiten und spalten wollen. Das wäre so schade dafür. Wissen Sie was? Ich finde es toll, dass es Migranten gibt, die Bundestagsabgeordnete sind. Danke. Ich finde das großartig, weil das ist, wissen Sie, Sie sind ein Vorbild. Für ganz viele Menschen, die glauben, sie können es nicht schaffen. Und dann sehen sie sie und dann sehen sie doch. Ja. Doch, man kann es doch schaffen. Das ist wichtig. Man muss Vorbilder in der Gesellschaft zeigen. Ja, ich denke, ich möchte auch jüngere Leute ermutigen, dass sie den Weg machen, dass es viele Hindernisse gibt, aber es ist machbar. So, hier kann man nicht rein, deshalb lassen Sie mich an der hier Ecke. Hier vorne an der Ecke? Hier an der Ecke, kein dann laufe ich nur rüber. Dann bin ich da bei meiner Sitzung. Lassen Sie sich nicht von der Polizei anhalten. Ja? Nein, mache ich nicht. Müssen Sie immer lächeln. So, dann hält man es einen nicht an. Dann wird man nicht so gefährlich. Wenn das immer gut reichen würde. Ich wünsche eine schöne Weiterfahrt. Danke. Fahrt geht auf mich heute. Alles Gute. Ja. Ja? Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Passen Sie auf sich Bis auf. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie gute Arbeit für unser Land. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.